Am 21. Juni 2019 fand der bereits 24. internationale Obergaitaler Berglauf auf die Mautner Alm statt. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer stellten sich der Herausforderung. Heute steht am Rand der 24. internationale Obergaitaler Berglauf. Wir haben insgesamt 125 Läufer am Start aus 8 Nationen, was auch Teilnehmerrekord ist. Die Zeit schätze ich, dass es ca. bei 40 Minuten liegen wird, die Tagesbestzeit bei den Herren. Der Streckenrekord von Hohenwarter Markus aus dem Jahr 2015, glaube ich, ist nicht in Gefahr. Der hat eine Zeit gehabt von 38,38 Minuten. Ich denke, die Kenianer werden diese Zeit auch nicht putzen heute. Heute in der Früh habe ich gecheckt, der Rennen da ist. Ich habe gedacht, ja, laufen wir mit, ja, laufen. Gehen wir mit. Schauen wir mal, ja. Hast du schon mal mitgemacht? Ja, das letzte Mal 2010, ich glaube. Da war ich noch gut drauf. Ich glaube, erst der Markus Hohenwarter und zweiter ich, ja. Und dritter der Michael Mortel. Das war eine gute Zeit, ja. Und heute, was erwartest du da? Nix. Einfach Ziel, sagen wir so, ja. I'm well prepared and I'm expecting to win because I'm well prepared for this race. Do you like this race? Yeah, I like it. I was here last year and I really like it. That's why I've come back to run it again. Heute wieder live mit dabei. Ja, ich bin schon mehr als 20 Mal dabei. Mir gefällt es da oben. Weil der super Strecken ist, alles im Wald, im Gelände und das gefällt mir. Was sind so die Erwartungen für heute? Ach, weiß ich nicht. Also, ich schaue, dass ich gut aufgekomme und einer Stunde ist mein Ziel und das schwer schaffen. Heute beim Mautner-Almlauf wieder mit dabei. Weil ich vielleicht der Älteste bin, vielleicht. Ich bin nicht der Älteste, aber einer der Ältesten. Aber der Mautner-Lauf, der hat eine ausgezeichnete Charakteristik. Das heißt, er hat von der Streckenführung her hat er alle Kriterien für einen Europacup-Lauf. Nur wie gesagt, die Länge ist vielleicht ein bisschen ein Problem, vielleicht einen Kilometer länger. Und das wäre ein Top-Lauf für einen Europacup. Wenn man jetzt sieht, der Älteste oder fast der Älteste, wie alt sind Sie denn schon? 1938 geboren. Es sind zwei noch da in dem Jahrgang. Aha. Der Unterköfler, der ist Europameister im 80, also der ist stärker. Und der Schrempf von Dachstein, Ramsau, der ist der stärkste Österreicher. Mit einer Zeit von 42 Minuten und 26 Sekunden wurde Mienda Jafet Mutwiri aus dem Team Run Together Tagessieger des 24. Mautner Alm Berglaufes. Wie war das Rennen? Danke vielmals. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein und neue Leute kennenzulernen. Es wird sich hier bestens um uns gekümmert. Der Kurs und das Wetter waren wunderbar. War die Strecke schwer für dich? Der Kurs war nicht sonderlich schwer für mich, weil ich mich gut vorbereitet habe. Eigentlich konzentriere ich mich mehr auf moderne Wettkämpfe, die sehr herausfordernd sind. Deshalb war dieser Lauf recht einfach für mich.
Nach Mutwiri folgte Franz Beciak vom Bosso Running Team auf Platz 2 mit einer Zeit von 44 Minuten und 46 Sekunden. Dritter wurde Peter Wieser vom SC Mirnok mit 45 Minuten und 25 Sekunden. Als erste Frau ins Ziel schaffte es Buritica Yuyu Gitonga aus dem Team Run Together mit einer Zeit von 45 Minuten und 45 Sekunden. Herzliche Gratulation zum Sieg. Wie war das Rennen? Danke vielmals. Das Rennen und die Strecke waren super. Alles war perfekt. Du hast ja auch beim Glocknerlauf teilgenommen. Ja, ich hatte dort ein Rennen und erreichte Platz 2. Was sind deine nächsten Pläne? Ich bereite mich für die Schlickeralm nächste Woche vor, weil ich dort an einem Rennen teilnehmen werde. Zum dritten Mal gestartet, wie ist der heute gegangen? Sehr gut, ich habe eine große Freude. Ich habe vor 2 Wochen meinen 20. Ironman in Folge gehabt in Kärnten und heute bin ich so befreit und so fast gelockert gelaufen. Und ich glaube, ich bin jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesamt Zweite geworden und das ist einfach ein super Rennen. Ich starte immer für den Alpenverein Obergelltal und ja, das ist dann so wie ein Heimrennen. Gefällt es dir da auf der Strecke? Ja, es gefällt mir sehr gut. Also, es ist sehr abwechslungsreich und vor allem die Berge da herum, das ist einfach nur schön. Wie ist es gegangen beim Lauf? Gut. Wie lange machst du das schon? Ein halbes Jahr. Und du hast schon viele solche Sachen gemacht oder war das der erste heute? 5 ungefähr. War es schwierig? Wie war denn das Ganze da? War es schwierig auch. Das Steile. Weiter. Ja, wie du mal von Kinder wie vor der Linie. Ist aber kein Invalide da, wenn man da verkehrt. Wie war das Rennen? Das Rennen war spitze. Ich habe es sehr genossen, obwohl es nicht so einfach war, weil vor einigen Jahren war ich von der Hüfte an abwärts gelähmt und deshalb bin ich froh, dass ich überhaupt an solchen Wettkämpfen teilnehmen kann. Ich komme aus Kehl. Ich wollte jetzt in diesem Dorf. Ich bin Gina. Okay. Ja, dieser Wettkampf war sehr gut. Aber dieser Wettkampf war sehr schwer.
bis Lambrebau ist gut gegangen, danach, ja. Ziel bin ich wohl. Und das Bier habe ich schon getrunken. Das heißt, super Wetter, super Strecke, passt super, gewaltig. Das heißt, die isotonischen Werte passen wieder. Auch, jetzt bin ich wieder fit, ja. Nächstes Jahr wieder mit dabei dann? Ja, natürlich. Nächstes Jahr wieder. Deine Aufgabe wieder alles notieren? Zieleinlaufschreiber, genau. Wichtige Aufgabe, dass du selbst weißt, welche Startnummer zu eurer Zeit gehört. Ja. Mache ich alle Jahr, jetzt haben wir schon ein gutes Team mittlerweile. Passt ganz gut. Und der Rekord ist wieder nicht gebrochen worden? Ja, Rekorde sind eigentlich da, um gebrochen zu werden. Irgendwann wird es passieren wahrscheinlich. Heute war es vielleicht zu heiß oder was nicht genau. Heute waren zu weit drüber eigentlich. Ja. 86. Dann 19. Zeitnehmung wieder, wie läuft es denn alles zusammen? Perfekt, einfach. Es ist ein Profigerät und es gibt keine Probleme mehr. Ihr müsst immer recht flott sein beim Wechsel, oder? Ja, das ist die einzige Katastrophe, die wir haben. Es ist fast ein Todeskommando, mit dem Horst aufzufahren. Gell? Mit den Radlern mehr in der Luft. Es ist halt ein Rallye, da rauf, nicht? Heute hat er es geschafft in nicht ganz 18 Minuten vom Startgelände bis daher. Nicht? Wobei das Kriterium unten der Ort Mauten ist. Dann auf zwei Radeln auf die Blöckenstraße und dann geht es eh schon dahin. Ja. Es wird eigentlich von Jahr zu Jahr einfacher. Eben durch die Erfahrung wird man auch klüger und hat weniger Arbeit. Und ich bin froh, dass dieser Lauf, so wie alle anderen, unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Das ist das Wichtigste. Super Lauf gewesen. Einwandfrei, die Organisation, alles gepasst. Nein, ist alle Jahr das Gleiche. Echt, es wird immer super organisiert alles zusammen. Bei mir ist ein bisschen Luftausgang, ein bisschen wenig trainiert, aber deswegen habe ich einen Hund mitgehabt. Ich wollte gerade sagen, hat dir der Hund dann ein bisschen gezogen? Der Hund hat mich gezogen, ja. Er hat aber nicht unter Doping eingestuft, oder? Ja, noch nicht, ich hoffe es nicht, ich muss erst abwarten. Die Siegerehrung abwarten. Nachdem alle Läuferinnen und Läufer gut ins Ziel gekommen waren, gönnte man sich bei der Mautner Almhütte eine wohlverdiente Stärkung.